Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life Opposing Force. Wir sind hier in irgendwelchen Bereichen, wo diese Wissenschaftler Alien-Weltteile in unsere Welt überführt haben und die Aliens hier kultiviert haben. Und dieses Teil hat uns letztes Mal ein wenig den Weg gewiesen, waren auch schon vor diesem blinkenden Schild hier und müssen also jetzt einfach nochmal zurück dorthin. Und ich nehme an, dass wir hier dann runter müssen, irgendwie da hoch oder da unten rein oder da oben rein. Schauen wir mal. Erstmal wieder, das hier war der Bonusbereich inklusive Ladebildschirm. Das mit dem Ladebildschirm fand ich jetzt nicht so toll. Aber wie gesagt, damals, die alte Half-Life Engine konnte einfach noch nicht so große Areale auf einmal laden. Und das hier ist, glaube ich, eine neue überarbeitete Half-Life Engine aus der Steam-Zeit. Wie gesagt, das Spiel, ich weiß nicht, ob Opposing Force schon, ich glaube, Opposing Force ist auch noch aus der Vor-Steam-Zeit. Also bevor es den Steam-Client gibt. Achso, ich sollte vielleicht auch wieder eine kampffähige Waffe auswählen. Ja, der hat das jetzt hier oben förmlich bewacht. So. Ja, das hier ist genau die Stelle, die es uns sagt. Dahin. Und es sagt uns, wir sollen da hoch. Erstmal speichern, gucken. Und wir sollen hier oben rein. Und hier oben rein. Ja, super. Das können wir doch hiermit. Und wir haben gleich eine Waffe für dieses, eine Munition für dieses andere Tierchen, dieses nette Tierchen eingesammelt. Gleich mal füttern. Schließlich jetzt Hunger. Das schnurrt auch so süß. Ja, lieber schleichen, bevor jetzt hier oben es aufgeht und wir dann in einen Ventilator hinein, mit dem Kopf hineinragen. Okay. Hier ist ein toter Soldat, der muss von irgendwas getötet worden sein. Ein Funkgerät und ein Stromding für Unit 1. Und hier steht Fan Unit 1. Ich nehme davon aus, das schaltet das ab und wir müssen da durch. Okay, etwas, was den Soldaten getötet hat, ist hier nicht. Ja, genau. Das Ding versperrt uns den Weg zum Service-Elevator. X-Ray Solo, hört ihr mich? Wir brauchen eine Müllsektorverstärkung. Ist eine Art Wurm. Tower und Eddie haben's erwischt und ich habe keinen Kontakt mehr zum Rest der Einheit. Wir brauchen sofort Verstärkung. Eine Art Wurm. Ja, wenn er grün ist und aus der Erde kommt, einfach ein bisschen drauf schießen und dort vorbeirennen. So. Und wie erwartet schaltet sich jetzt dieser Ventilator ab. So, dass wir hier hindurch können. Wenn wir den Sprung schaffen, heißt das. So. Und einmal. Ich weiß auch noch, dass es kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich jetzt easy spiele, dass das Spiel viel schneller das hier ausgeschaltet hat. Im Müllsektor. Oh nein. Oh, er. Okay, es ist keine Wiederholung der Star Wars-Szene schon mal. Ja, man denkt jetzt natürlich, dass der G-Man einen töten möchte. An der Stelle. Aber hier ist tatsächlich das Müll, der Müllbereich und wahrscheinlich auch der Art Wurm, mit dem die anderen schon Probleme hatten. Einmal nach oben. Oh ja, da sind die alle. Die sind alle scheinbar von dieser Art Wurm getötet worden. Ich glaube. Ja.
Das hilft ja alles nichts. Ja, 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 ja. Also, bevor ich jetzt hier gegen den kämpfe, erstmal Steam Vent, Pressure Valve. Valve hat die Software Steam gemacht. Glücklicherweise kann er uns hier nicht treffen. Sehr praktisch. Er macht andere Geräusche als vorher. Irgendwas muss ich geändert haben. Der hält sich das Auge. Das tut ihm scheinbar weh. Ich weiß tatsächlich, dass wir den Steam Vent und den Pressure Valve beides aktivieren müssen. Und ich glaube erst das eine, dann das andere. Nur, ich habe gerade keine Ahnung. Wie wir hier nach rechts kommen. Ich gehe mal her und probiere mal aus. Okay. Okay. Das ist ein Rätsel, wie ich lade nochmal. Ach Gott, so. Wir schießen dem ins Auge, bis er sich das Auge hält. Und dann können wir hier nach unten. Wir wollen, wie gesagt, zu diesem Steam-Vent-Teil. Und wir wollen erstmal zu dem Pressure Valve den aufdrehen und dann zu dem Steam-Vent. Aber tatsächlich ist es so, zu dem Pressure Valve können wir mit Hilfe von diesem Ding, was da hängt. Und ich glaube, wir müssen erst den Druck aufbauen. Und dann, ja, man sieht auch, die Dinge laden sich nach. Ich könnte jetzt hier, das mache ich tatsächlich auch mal. Einmal das machen. Hier stehen bleiben, bis die Munition voll ist. Das dauert natürlich ewig. Zurück. Da würde ich sagen, mache ich eine kleine Timelapse draus, wie ich die Munition aufbaue. So, und da ist die Munition voll. Ich mag übrigens sehr, wie diese Kreatur, die ich als Waffe verwende, schnurrt und den Kopf gegen meine Hand drückt, wenn ich sie streiche, wie eine Katze. Ach, wie gesagt, ich finde die irgendwie, finde ich die süß. So, und hier sieht man, wenn ich das beides aktiviert habe, kann ich hier hin und den Wurm in den Müll befördern. Hier geht es zu dem Main Pressure Valve und hier geht es zur Primary Pump Gearbox. Und die Gearbox, das ist die Firma, die mit Valve zusammen dieses Spiel gemacht hat. So, schauen wir mal.
Das ist hier der Zugang. Schauen wir mal, wenn wir hier jetzt aufmachen. So. Abgesehen davon, dass jetzt gleich ein Gegner entgegenkommt, fallen hier fast schon die Leiter runter. Und hier seht ihr, dass das mit den Leitern nicht so. Ja. Der Grund, warum ich übrigens sogar geseufzt habe, bevor ich angefangen zu kämpfen, ist, ich dachte, das wäre jetzt schon der Endkampf des Spiels. Es gibt hier keine, in diesem Spiel keine Taste um. Also ich kann die Leiter nicht benutzen oder sowas, sondern ich muss quasi hoffen, dass er sie automatisch berührt. Aber wenn ich sie berühre, dann kriege ich gar keinen Schaden. So. Das ist jetzt mit Sicherheit ein Ding, wo das zusammengeht. Ich speichere mal. Ich muss hier bestimmt muss ich hier schnell durch. Nein, das ist nicht angegangen. Okay. Also der Durchgang außer Betrieb. Und hier müssen wir drüber hüpfen. Und dann hier hochfahren. Hoffe ich mal. Mit 5 Schuss ist einer von denen weg. Jetzt haben wir 5. Der lebt noch. Nein. Es waren sogar noch 4. Ah, jetzt kann ich hier. Jetzt bin ich mal derjenige, der das Ding anmachen darf. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier unten in irgendwas rein, wo die Boxen draufstehen. Ich weiß auch nicht, für was diese Lampen stehen. Kann aber auch wieder irgendeine Star Wars-Anspielung sein. Würde mich nicht wundern. Tatsächlich kenne ich das da so genau nicht. Hätte uns hier sowieso nicht umgebracht. Das ist da nämlich stehen geblieben. Und zurück. Jetzt ist da bestimmt irgendwas freigeschaltet. So, jawohl, wie ich mir gedacht habe. Das Wasser bremst den Fall. Und hier können wir zurück. Noch bevor er irgendwas tun konnte. So. Outtake, Intake. Das ist die Gearbox. Emergency Override, Gearbox Pump on. Und jetzt kommt hier das Wasser. Hier ist auch nichts mehr. Damit kommen wir wieder zurück. Diese Pumpe ist quasi gleichzeitig unser Rückfahrticket. Wir müssen nur lang genug schwimmen, um hier wieder rauszukommen. So, ich speichere mal, falls das Wasser weiter steigt und wir schnell weiterrennen müssen. Aber ich nehme mal an. Oh ja, das tut es. Ah nein, es bleibt hier. Okay. Gut. Sehr schön. Also lediglich, ich will hier wieder. Ich hing jetzt eben kurz in dem Loch. Ach ja, jetzt ist hier auch das Wasser an. So.
Box an. Schnell wieder rum. Die andere Seite. Die Gearbox ist an. Den Main Pressure Valve müssen wir noch aktivieren. Das wäre hier. Der hat mittlerweile die Fenster kaputt gemacht. Soll er doch. So. Hier ist also der Druck. So. Da bleiben wir ganz ruhig. Weiterzukommen, müssen wir erstmal das hier machen. Mist, also verstanden, macht er gar nicht. Und jetzt hier mit. Auf die andere Seite. Dann Druck aktivieren. Und zurück. So. Jetzt haben wir das alles an. Und können jetzt in dem anderen Raum, wo wir vorher waren, na komm her, ja, ich will erstmal ballern. Tatsächlich mache ich einen extra Spielstand. Und zwar ist ja hier dieser eine Raum wieder gewesen, in dem wir konnten wir nicht durch, aber wir konnten hier durch und da ist dieser Flash-Button und den können wir jetzt benutzen. Ich glaube, ich probiere das nochmal. Das lief ja eben auch schon nicht so toll mit dem hier rübergehen. Also nochmal zur Prüfung. Das Ding ist an. Und nun können wir in dem Raum den Knopf betätigen. Natürlich kann der uns hier beschießen. Und das Valve ist nicht an. Das Main Pressure Valve ist nicht an. Habe ich das vergessen? Ist der Steam Vent an? Zurück. Hier hoch. Ja, der Steam Vent war aus. Aber jetzt leuchtet beides. Dieses Leitern runtergehen ist nicht. Jetzt hat er es geschafft. Jetzt hat er mal die Leiter als solche erkannt. So. Irgendwas ist immer noch schief. Aber oben leuchtet doch beides. Und oder ist das zeitlich? Da leuchtet es doch auch grün. Ha.
Ah, der Vent leuchtet grün und jetzt leuchtet das Valve blau. Super, also hier gehe ich. Jetzt müsste das aber endlich mal klappen. Von dem Druckwasser zermatscht. Glücklicherweise steigt das nicht weiter. Ansonsten hätten wir jetzt ein Problem. Da steht es nämlich schon. Schade, das klappt nicht. Aber kein Problem. Wie können wir hier rum? Hier hoch, uns wieder heilen. Und jetzt sieht man, ist hier der Wurm weg. Und das war noch nicht der Endkampf. Nein, wir haben tatsächlich lediglich den Weg frei gemacht, dass wir hier die Brücke ausfahren können. So. Aber tatsächlich haben wir jetzt schon alles, was wir brauchen, um den Endkampf zu bestreiten. Dafür brauchten wir nämlich den Barnacle. So. Auch eine interessante Art zu reisen. Ich wollte noch erstmal speichern, bevor ich hier hochgehe. Wir sind wieder an der Oberfläche. Und ich glaube, dass wer hier rauskommt, nicht unser Freund ist. So. Ich hoffe, es waren nur drei, dann haben wir mich jetzt alle besiegt. Nicht. Aber kein Problem. Da sind Explosivkisten. So viel zu dem Thema, kein Problem. Probieren wir es mal hiermit aus. Das hat gesessen. Meine Lieblingswaffe ist tatsächlich, wie gesagt, nicht die, sondern die andere, die er so streichelt, aber gut. Und die hier ist effektiver, weil die andere macht ein Giftgas, eine Giftgas-Aura. So, mal schauen. Zwei Heilungen, nichts, was ich abschießen könnte. Okay. Dann gehen wir doch jetzt mal hier so durch. Thank you.
Danger, confide space. Entry can be fatal. Enter by permit only. Ein enger Ort, dessen Betreten tödlich sein kann aufgrund von seiner Enge. Nur mit Erlaubnis betreten. So. Und würde ich auch sagen, bevor wir den betreten, ja, es ist wieder soweit. Bevor wir den betreten, enden wir die Episode und ihr seht, was dann kommt nächste Woche. Und ich höre heute für heute auf mit Aufnehmen. Also, ciao, miau.